Ihr werdet euch noch wundern, was ich euch zeigen kann. Touristenhotspot Stephansdom und auch den Rathausmann. Aha. 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 Und sehen mich die Leute mit großen Augen an, dann sag ich, hey ihr Lieben, ich bin der Kameramann. Für Okto da im Kabel, da mache ich eine Show, die zeigt euch bisschen was von Kunst, Kultur und so. Für Okto da im Kabel geht Stadtstreicher auf Tour und bringt euch Mensch und Tier mal nah mit mächtig viel Bravour. Ja, liebe Fans des geilen Stadtstreichers, wenn ihr meinen Hintergrund etwas näher beachtet, dann kommt ihr vielleicht drauf, was das Thema der heutigen Folge ist. Ja, und wer jetzt gesagt hat, dritter Bezirk Löwengasse, das ist natürlich teilrichtig. Tatsächlich stehe ich hier vor dem 100-Wasserhaus, einem Gemeindebau im dritten Bezirk. Und mein Thema heute heißt Friedensreich 100 Wassers Spuren in Wien. Für den Künstler und in diesem Falle auch Architekten wurde dieses Haus ein natur- und menschengerechtes Haus. Schräg gegenüber vom 100-Wasser-Gemeindebau ist die 100-Wasser-Village und die möchte ich mir jetzt mal von innen ansehen. Na, da schaue ich aber, einen Mozart-Corner gibt es auch in der 100-Wasser-Village. Und natürlich die nicht geraden Stufen, die der Meister ja so liebte. Nur ein paar Gassen vom 100-Wasserhaus entfernt finden wir das Kunsthaus Wien mit dem innengelagerten Museum 100-Wasser. Und wir finden hier oben einen der von 100-Wasser so geliebten Baummeter. Aber jetzt nichts wie rein ins Kunsthaus Wien, ins 100-Wasser-Museum. Ja, und
im Kunsthaus Wien empfängt mich dieses angenehme Plätschern des Brunnens Pantare. Alles fließt. Und wenn man genau hinschaut, dann entdeckt man, dass dieser Brunnen aufwärts fließt. Ja, und diese Fahne weht als Wahrzeichen des Kunsthaus Wien vom Dach desselben. Und dieser Garten gehört zu einer Dachgeschosswohnung, in der Hundertwasser sogar fallweise tatsächlich logierte. Mit Obstbäumen, mit, eigentlich könnte man auch fast sagen, den Weihnachtsbaum hat er sich da auch schon reingestellt. Und natürlich, wie sich's gehört, eine der typischen Hundertwassersäulen bei einem lauschigen Eckerl des Dachgartens. Nach den Plänen des Meisters hätte auf dieser Wiese auch eine Kuh grasen sollen, denn Hundertwasser trank sehr gerne Milch. Allein der Bezirksvorsteher war dagegen und das Einzige, was aber jetzt sehr wohl tierisch ist, ist eine Ansammlung von Bienenstöcken. Und den Honig, den diese Bienen produzieren, kann man im Kunsthaus Wien käuflich erwerben. Ja, schauen wir uns mal in dieser Dachgeschosswohnung im Kunsthaus Wien, die, wie gesagt, von Hundertwasser fallweise sogar bewohnt wurde, ein bisschen um. Hier muss man sich bücken, dass man durchkommt. Und das Bett des Maestro. Eine steile Stiege wieder hinunter von oben. Und hier das Badezimmer. In dieser Wohnung dürfen sich übrigens auch Künstler zumindest tageweise heimisch fühlen, die im Kunsthaus Wien Ausstellungen machen. Unter anderem war hier schon Paul McCartney. Und über diese typisch hundertwassermäßigen Stiegen verlasse ich jetzt die Dachgeschosswohnung und wende mich dem öffentlich zugänglichen Teil des Kunsthaus Wien zu. Und von diesen zwei Säulen im dritten Stock des Kunsthaus Wien, das regelmäßig temporäre Ausstellungen beherbergt, sehen wir dann daneben diesen Sockel. Und in diesem Sockel ist die Gründungsurkunde des Kunsthaus Wien eingemauert. Ich betrete jetzt demnächst das Hundertwassermuseum und der Meister selbst wäre sicherlich sehr, sehr stolz darauf gewesen, dass dieses Museum seit 2018 das erste grüne Museum ist. Das heißt, ein Museum, das nach umweltrelevanten Kriterien betrieben wird. Ich darf jetzt Friedensreich Hundertwasser zitieren. Ich freue mich schon darauf, selbst zu Humus zu werden. Begraben, nackt und ohne Sarg, unter einer selbstgepflanzten Buche, auf eigenem Land in Aotearoa. Die Bestattung muss ohne Sarg mit einem Leichentuch in mindestens 60 cm dicker Erdschicht vorgenommen werden. Ein Baum soll auf meinem Grab gepflanzt werden, der symbolisch, aber auch faktisch das Weiterleben des Toten gewährleistet. Ein Toter hat das Recht auf Wiedergeburt, zum Beispiel in Form eines Baumes, der auf ihm und durch ihn wächst. Es entstünde ein heiliger Wald von lebenden Toten, ein Garten der glücklichen Toten. An Hundertwassers frühen Werken erkennt man die Ausbildung, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach das malerische Talent. Denn Hundertwasser besuchte ja nur 3 Monate lang die Kunsthochschule.
Ich muss euch übrigens um Entschuldigung bitten, wenn in diesen kleinen Stadtstreichern nicht alles chronologisch und geordnet ist, denn es entspricht auch dem Wesen des Künstlers, dass das gar nicht immer so eine strenge Ordnung hatte. Und deswegen, ich nehme es so, wie es kommt. Erstes Angebot, die Regentag, das Schiff, das 100 Wasser in Venedig erwarb. Titanic oder Regentag? Oder keins von beiden? Ein Ozeanriese, gemalt von Friedensreich 100 Wasser. Und dieser jahreszeitlich bedingt etwas dürre Baummieter ist auch im Kunsthaus Wien anzutreffen. Jetzt stehe ich vor einer Pflanzenkläranlage und das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber ist es nicht. Ist eine rein natürliche Geschichte und wurde von Friedensreich 100 Wasser 1986 glasklar erkannt. Die Pflanzen reinigen nämlich nicht nur die Luft durch die Photosynthese, sondern auch den Boden durch ihre Wurzeln. Hier ein Schwenk über einige Werke von Friedensreich 100 Wasser, die vor allem auch die universellen Fähigkeiten dieses Ausnahmekünstlers zeigen. Bestimmendes Element wurde mit der Zeit immer mehr die Spirale als Symbol für den Kreislauf und die Entwicklung des Lebens. Und auch das Fenster war für Friedensreich 100 Wasser eine sehr wichtige Symbolik. Das Faszinierende an 100 Wassers Bildern sind einerseits natürlich die Farben, die 100 Wassers Bilder auch für Kinder so interessant machen, die ja selber gerne farbenfroh malen. Aber jetzt hätte ich ein Rätsel. Was, liebe Zuseher, fällt euch an diesem Bild auf? Mit diesem Rätsel muss ich euch auch schon auf die nächste Woche vertrösten, denn das Thema 100 Wasser war zu viel für eine Folge kleiner Stadtstreicher. Also nächste Woche geht's weiter mit der Auflösung zu diesem Rätselbild.